Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mit im Team von Zentrum für Hochschuldidaktik. Ich bereite gemeinsam mit meinem Team den Tag der Lehre vor und haben hier zwei Personen mit uns im Meeting. Zum einen meinem Kollegen Raphael Brettner, bitte stell dich kurz vor. Ich bin Raphael Brettner, zuständig für den E-Learning-Support und Fernlehre, unterstütze Lehrende mit MS Teams und deren Unterricht digital umzusetzen. Genau, und dann haben wir eine der tollen Referentinnen für den Tag der Lehre bei uns. Und ich darf bitten, die Nicole, dass sie sich vorstellt. Ja, hallo, ich bin die Nicole Bielek und ich bin Research Assistant an der Fachhochschule in St. Pölten. Wunderbar. Und du bringst ein ganz entspannendes Projekt ein, das du mit dem Roten Kreuz entwickelt und umgesetzt hast. Erzähl uns bitte kurz davon. Genau, also bei meinem Vortrag wird es darum gehen, wie man Virtual Reality für Lehr- und Übungszwecke einsetzen kann. Und wir haben dafür das Rote Kreuz Niederösterreich eine VR-Anwendung gemacht, wo es darum gegangen ist, Rettungseinsätze virtuell üben zu können. Unser Ziel war es herauszufinden, ob es möglich ist, mit VR die gleichen Lerneffekte zu erzielen, wie das aktuell mit realen Übungen gemacht wird, wobei diese realen Übungen sehr zeit- und kostenintensiv sind. Das bedeutet, ihr habt das gemeinsam mit dem Roten Kreuz entwickelt und daraus ich glaube, auch eine VR-Umgebung quasi programmiert, oder? Genau, also das ist in enger Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Niederösterreich entstanden. Wir haben eine virtuelle Umgebung kreiert, wo es darum geht, den interimistischen Einsatzleiter zu üben. Das heißt, man kommt virtuell zu einem Großunfall und muss die Unfallstelle organisieren und der Zentrale zurückmelden, wie viele Verletzte gibt es, auf was müssen nachkommende Einsatzkräfte aufpassen und wie viele Leute werden noch benötigt? Also das funktioniert so, dass wir denjenigen, der trainiert, der sieht die VR, der hat eine Brille auf, aber es braucht immer eine zweite Person, die daneben steht und sieht, was die Person sieht, um Rückmeldungen geben zu Okay. können, falls irgendwas unklar ist. Ist eigentlich dein System, was du gemacht hast mit dem VR, jetzt nur auf ein spezielles System begrenzt oder kann man mehrere verschiedene VR-Systeme, so wie die Vive oder die Oculus, verwenden? Oder sind andere oder eigene sogar gedacht? Also wir haben es für die HTC Vive erstellt. Es funktioniert aber genauso auf der Oculus Rift. Vielleicht wird es in Zukunft auf kabellos, wie zum Beispiel mit der Quest funktionieren. Das wird auf jeden Fall helfen, dass niemand mehr anrennt und man nicht mehr aufpassen muss, dass irgendwer über Kabel fällt. Okay. Ein Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist zu schauen, ob so eine Simulation über VR, welchen Effekt das auf Lernprozesse hat. Was ist da so in eurer Forschung rausgekommen? Genau, also bis jetzt haben wir auf jeden Fall herausgefunden, wir haben bis jetzt ein Szenario, also eine Unfallstelle gebaut und wir haben sehr positives Feedback bekommen. Also es hat im Prinzip fast jeder gesagt, er konnte was lernen oder er sieht, dass man was davon lernen kann. Und was ganz wichtig ist, um diesen Lerneffekt zu erhalten, ist ein Nachgespräch. Weil die Leute können da sehr frei, selbstbestimmt in der virtuellen Umgebung herumgehen und übersehen oft irgendwelche Gefahrensituationen, die sie eigentlich melden sollten. Weil man will ja nicht, dass die nachfolgenden Einsatzkräfte Schaden erleiden, weil da jetzt ein Auto explodiert, angenommen. Und wenn dann irgendwo eine Lacke unter dem Auto übersehen wird und man weist die dann im Nachhinein darauf hin, hey, hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, hätte ich unbedingt aufpassen müssen. Und das merken sich die Leute dann wirklich. Deshalb ist dieses Nachgespräch bei dieser Anwendung sehr wichtig. Habt ihr Probleme gehabt mit Motion Sickness? Tatsächlich kaum. Also wir haben jetzt mit ungefähr 40 Leuten die Anwendung getestet und ich weiß von einem, dem ist dann im Nachhinein, nach dem Fragebogen, habe ich dann gehört, dass er sich so am Tisch angehalten hat und ziemlich bleich war. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Problem nicht. Motion Sickness bekommst du ja dann, wenn das, was du siehst, nicht mit dem zusammenpasst, was du fühlst. Also du siehst, dass du dich bewegst, aber du bewegst dich nicht. Und wir haben eine sehr witzige Art und Weise, wie man sich fortbewegt, wo man sich tatsächlich bewegen muss. Und das halt in einem gewissen Rahmen. Und da wird so gut wie niemandem schlecht tatsächlich. Witzige Art, sich zu bewegen. Was meinst du damit? Also wir haben zwei Controller. Du drückst links und rechts auf einen Button und machst so.
Also du, wie wenn du laufen würdest, so bewegst du dich. Das heißt, du kannst die Beine bleiben am Boden, aber du bewegst dich so vorwärts. Was eben dazu führt, dass du dich bewegst. Weil wenn du jetzt läufst, machst du ja auch diesen hier. Und wenn du dich irgendwie nur mit Joystick oder so, wo du quasi so fliegst, dann wird es schlecht. Beim Teleportieren, das funktioniert meistens sehr gut. Prinzipiell kann man das wahrscheinlich nie komplett wegbekommen. Es gibt Leute, die sind einfach immer anfällig. Immer. Egal was du machst, setzen die Brille eine halbe Minute auf und dann ist schlecht. Für die wird das nie funktionieren. Das hat man leider dabei. Das lässt sich im Moment nicht vermeiden. Was willst du, dass die Teilnehmenden beim Tag der Lehre aus deinem Input am stärksten mitnehmen? Also für mich wäre es schön, einfach zu zeigen, was VR bringt. Warum machen wir das? Das ist nicht nur irgendwas, irgendeine Spielerei, die nett ausschaut, sondern es bringt tatsächlich etwas. Dadurch, dass die Lernenden das immersiv sehen, merken sie sich die Sachen ganz anders. Alleine das Erlebnis von Virtual Reality führt dazu, dass es erstmal viel interessanter ist. Und zweitens, dass man sich die Sachen tatsächlich merkt, weil man sie tatsächlich macht und nicht nur drüber lernt. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr eingesetzt wird und vielleicht findet sich ja für den einen oder anderen noch eine Idee, wie man das im Unterricht einsetzen könnte. Gut, Nicole, vielen Dank. Dann freuen wir uns auf den Tag der Lehre mit dir.